Und damit herzlich willkommen zur Folge 9 von Subnautica Below Zero. Und mir, heute großer Plan, die Modifizierungsstation zu bauen. Ich gucke nochmal ganz kurz, was nochmal der Computerchip, ich habe es mir natürlich immer noch nie gemerkt. Okay, Kupferdraht, Tischkorallen habe ich. Ich brauche halt Gold nochmal. Ich habe, glaube ich, kein Gold mehr. Ich habe nur noch Silber, ne? Genau. Alles klar. Ach so, ja. Und bevor wir jetzt natürlich hier loszischen, würde ich jetzt gerne nochmal versuchen, die Base auszubauen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier in diese Richtung müsste. Ah, jetzt habe ich halt hier die Schränke. Gut, man könnte natürlich... Wartet mal, ich muss noch mal ganz kurz was nachgucken. Hier kann ich noch raus. Wenn ich jetzt... Also, da ist sie leider... okay. Moment, mal sehen, ob das klappt. Also, das wär's dann du hier. Krieg ich da so eine Dings hin? So ein Segment. Sagen wir mal. Hier so. Ja, da ist doof. Wir müssten das. Nicht das auch irgendwie drehen? Nee, ne? Okay, das geht schon mal näher. Wie sieht's aus mit hier? Okay, ich kann hier irgendwie nichts hinbauen. Ich muss die doch, doch hier. Ah, das ist doof, das ist doof, das ist doof. Also, an diesen Seitendingern kann ich das nicht hinbauen. Gut, ich könnte natürlich auch hier an der Leiter vorbeilaufen. Okay, das probiere ich nochmal aus, wie das dann aussieht. Genau, ich will ja die Base eigentlich so ein bisschen ausbauen. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir würden jetzt da, genau. Zack. Ja, jetzt habe ich natürlich hier diese Stelzen, was so ein bisschen doof ist. Aber... Ja, es ist wirklich nie so schön. Okay, wir machen das nochmal anders. Ich würde jetzt hier nochmal so eine Plattform hinballern, brauche ich aber Blei. Ist klar. Hier bin ich dann schon direkt an den Kollegen dran. Könnte aber höchstwahrscheinlich hier noch so ein Ding hinbauen. Nee, da bin ich auch schon wieder da hinten drin. Ein bisschen... Ja, es ist nicht ganz so optimal, wo ich hier Base hingebaut habe. Muss man auch einmal mal so sagen, wie es ist. Kupfer und Blei. Mit das mal. Vielleicht lag es jetzt natürlich auch daran, dass die noch nicht fertig war. Nee, also hier kann man es völlig vergessen. Ein bisschen schade. Schade, schade. Das habe ich mir nicht so gut überlegt. Hier könnte ich noch was hinbauen.
Ist schon noch nie so richtig. Muss ich noch mal gucken. Hier wäre halt geil gewesen. Könnt's. Na, aber ich habe ja keine Treppen, oder? Sieht ja auch scheiße aus dann. Okay. Egal. Wir machen jetzt mal hier. Okay, da ist schon das dann komplett. Okay, das ist natürlich auch doof. Kann ich hier wo einmal nochmal so einen Mehrzweckraum? Sind die dann miteinander verbunden? Ja. Mache ich doch lieber das. Weil da habe ich dann um ein bisschen mehr Platz. Würde ich sagen. Kann man das machen? Oh, das ist natürlich eine richtig dumme Idee. Scheiße. Okay, die Leiter muss hier rüber. Oh Gott, ich hoffe, das klappt eher. Okay, okay, okay. Komm, Spiel. Ja. Sehr geil. Okay, cool. Komme ich noch hoch? Gucken wir mal, wie das wirkt jetzt hier. Ja. Alles da okay. Das ist da absolut in Ordnung. So, und jetzt habe ich nämlich hier wieder den nächsten Raum. Und so muss das natürlich sein. Da würde ich dann nämlich anfangen, da hinten noch so ein bisschen mehr, wissen ja, ob wir hier so schon mal ein bisschen das Housing anfangen. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Was ich auf jeden Fall mal kurz kontrolliere. Essbar, immer noch essbar. Okay, das muss noch ein bisschen gammeln. dann würde ich sagen, tu mal hier rein. Du hier rein. Ja. Dann gucke ich noch mal ganz kurz in die Baupläne, ob jetzt hier noch mal irgendwas dabei wäre. Wo ich jetzt sagen würde... Unbedingt. Ja, Aquarium ist natürlich auch geil. Nein. Oder? Ist richtig rum? Guckt irgendwie so. Ja, doch. Okay, das Drehen geht sehr, sehr langsam. Okay, zweimal Glas. Okay, das kriege ich hin. Und ein Titan. Ja. Ja, holen wir uns mal so ein bisschen Leben in die Bude, würde ich sagen. Bäm. Richtig geil. Okay, machen wir gleich mal was draus. Dann Shootbox. Ja, wäre natürlich auch ein Ding. Und hier wäre jetzt so Regal und so ein Kram. Betten. Genau, die ganzen Betten von den Leuten. Okay. Dann lasst uns mal ganz kurz gucken, ob ich uns hier mal so einen Freund reinhole. Das Ding ist nämlich, man kann hier dann auch die Tiere züchten. Und das wiederum bedeutet, dass die auch, wenn man zwei von derselben Art ins Aquarium oder dann später im... Oder in dem Aquarium ist es nicht so, aber im Zuchtbehälter dann, so heißt das, klingt auch ein bisschen gruselig, aber ist es halt. Wenn man die zwei Arten da freilässt, so gesagt, und die da aufbewahrt, kann man die eben züchten, machen dann kleine Babys. Und das ist natürlich super interessant, weil wir reden hier natürlich nicht nur von den
von den kleinen Fischen, sondern ich kann da auch von den großen Kreaturen Eier finden und die bei mir in den Zuchtbehälter einlagern und die züchten halt. Und wenn das nicht geil ist, Leute, sage ich ganz ehrlich, dann weiß ich halt auch nicht mehr. So, Leute. Zack. Blasenfisch. Komm. Ja. Nicht gut. Was sind sie, die Boys? Cool. Ja. Und die gehen jetzt halt hier ab, ne? Richtig gut. Okay, Leute. Einfach mal Berufeisennüsse essen. Nein, dafür haben wir das ja. Okay, ich brauche Trinken. Ich sollte mir doch nochmal 1, 2 Fische holen für die Seebahntour. Wer kommt denn da in Frage? Du? Komm, Alter. Danke. Und dann würde ich sagen, heute auf dem Tisch kommt ein frischer Fisch. Wer war das denn? Saftig, süß. Ach, Gollum, natürlich. Absolut klar. Absolut klar. Alter, Fisch, du sollst doch bitte in mein Inventar. Okay, da würde ich mir die nämlich nochmal pökeln, die Jungs. Und dann mach mal los. Und ich glaube, ich habe ja auch schon so ein bisschen Schaden an meiner Seebahn. Und ist aber gar kein Problem, weil ich habe ja Reparaturwerkzeug. Hier ist er. Genau, dafür ist das nämlich eben auch gedacht. Ja, danke. Alter, was war das schon wieder? Okay. Alter. So, also ich brauche Diamant und ein Gold. Jetzt bin ich ja wieder hier, ne? Oh Gott. Klatsch. Ja, ist natürlich auch super gefährlich hier. Für mich so wie für die Tiere. Komme ich hier eigentlich rein? Erstmal reparieren. Gutes Stück. Danke. Dann kann ich nämlich mal hier rein. Da ist der Kollege. Okay, das habe ich ja nur jetzt, aber die Tarn nehme ich natürlich mit. Was ist das hier eigentlich? Oh, jetzt habe ich es eingesammelt. Fangwurzel.
Ja, hier gefällt es mir richtig gut. Ja, was ist das? Okay, hier war Titan. Oh, da unten ist was heute. Was denn? Ach, mobile Fahrzeugstation. Okay. Ja? Oh, ihr, euch wollte ich ja eigentlich nochmal scannen. Nee, es hat schon gereicht, dass ich die Pflanze gescannt habe. Hier. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, muss sowieso mal hoch jetzt. Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, kein Problem. Ja. So Leute, wo war denn eigentlich nochmal die E-Bahn-Triebwagen? Ach so, klar, die wird mir jetzt auch angezeigt. Ich wollte jetzt nochmal die Delta-Station. Wo war denn die nochmal? Freunde. Das ist die Landekapsel, das ist die Base. Und in die Richtung. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott, ey. Und da bin ich das letzte Mal nur mit dem Seegleiter hingeschwommen. Ich will es ja nie, ey. Kann ich mir wirklich nie vorstellen. Aber ist das gerade Nacht, oder? Oh mein Gott, ist das widerlich. Okay. Alter Schwede, ey. Uiuiuiuiui. Ich bin nur auf 64 Meter. Also ganz gemütlich. Gemütlich, haben wir bitte gesagt. Danke. Herzflattern geht schon wieder los. Und was trinken? Ich muss erstmal kurz wieder zur Bahn. Ich bin super andächtig gerade. Ich sag's euch so, wie es ist. Oh Gott. Hier gibt's doch den geilen Scheiß, oder? Was ist das? Nix. Gold. Nein, das ist doch schade. Bleibst du dort? Ja. Wir müssen uns doch erstmal aneinander gewöhnen. Bitte. Oh Gott, das ist schon... Uiuiuiuiui. Ich kann das wirklich nie fassen, dass ich da beim letzten Mal einfach nur mit dem Seekleider hin bin. So komplett offen. Kann ich wirklich gar nicht glauben.
Es ist doch gerade Nacht draußen, oder? Wie viel Energie habe ich eigentlich noch? 95, okay. Ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm. Ich dachte irgendwie, dass diese schneller leer zieht. Oh, jetzt sind sie überall, die Feinde. Okay. Ja, genau, diese Vulkane hier. Muss doch auch irgendwas gehen. Oh Gott, das Ding ist, Leute, ich würde euch natürlich auch super gern das Licht anmachen. Nur, das Problem ist, dass die davon natürlich, also mich schneller sehen. Deshalb das überhaupt gar keine gute Idee ist. Oh Gott. Scheiße. Ja, ich würde halt gerne zu den Vulkanen. Oder ich fahre jetzt da einfach straight durch. Oh Gott. Ich speichere nochmal vorher. Ist ich jetzt einen Panikanfall kriege? Sorry, kurzer Gesichtsfasching. Und es wird hell. Oh Gott, es war gar nicht so schlimm eigentlich. Aber trotzdem, mir hat es absolut gereicht. Oh Gott, hier gibt es einen übsten Ruckler jetzt. Okay, Leute. Ich wollte nämlich... Wo war denn der Ausläufer? Oh Gott, mein Herz, ey. Hier wollte ich nämlich mal rein. Super spannend hier. Oder? Genau, hier ist nämlich auch irgendwo ein Vulkan. Gut, ich hatte mir jetzt so ein bisschen mehr erhofft hier. Aber was geht hier eigentlich? Das ist doch interessant hier. Geht's noch weiter nach unten? Hier? Super. Ich meine, hier? Ah, ich mache euch natürlich mal ein bisschen Licht. Der Vulkan. Ja. Oh, hier war ich aber schon mal anscheinend. Merk schon. Aber hier könnte vielleicht auch Diamant sein, Leute. Da ist der, ne? Okay, was ist mit euch? Natürlich muss man auch immer dahin, wo es auch gefährlich ist. Boah, das Licht ist ja auch krank. Guckt euch mal das Licht an, bitte. Dich. Heftig beleuchtet.
Okay, ja. Okay, ja. Ja, hier, genau. Da wollte ich ja eigentlich nochmal hin. Also Uni wirklich. Guck mal hier. Gibt's da nicht? Hier ist sogar ein Kollege. Kriege ich da jetzt auch in meiner Bahn Schaden? Oder meine Bahn hier? Guck euch das an. Ich glaube, so ein bisschen tatsächlich. Okay. Gibt es hier irgendwo Diamant? Hier ist Lithium, Leute. Ist natürlich auch geil. Nicht vergessen, hier sind irgendwo die Großen. Muss ich auch mal abscannen. Platz doch, oder? Oh ja, scheiße. Ja. Wow, was bist du denn? Ist ja geil. Aber... hier. In die Richtung könnte man nochmal fahren jetzt. Oh Gott. Weiß. War das hier nie? Mit dem Großen? Ich glaube schon. Da ist irgendwas, Alter. Was ist das? Muss erstmal kurz hier die Lage checken, Leute. Aber das ist doch hier super verdächtig, oder? Was ist das? Ui, 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 ui. Ja. Okay, hier geht irgendwas. Ach du Scheiße. Komme ich hier rein? Oh mein Gott. Was ist das? Ja, einmal nur krank. Frage ist, gibt es hier einen Eingang? Das ist doch, ja, das ist doch ein Schiff von Altera, oder? So sieht es aus. Das könnte jetzt natürlich auch die Mercury sein. Irgendwo ein Eingang. Thank you.
Ja. Ja. Moin. Leute, wie krass ist das denn? Okay, hier gehen wir natürlich klar rein. Also, nicht mehr heute. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich hab's jetzt mit so ein bisschen Beruhigung, soweit es mir möglich war, geschafft, hier zu landen, wo auch immer ich jetzt hier bin. Oh, ich will mich eigentlich gar nicht umdrehen, weil da geht's natürlich noch heftiger in den Schlund. Aber die Boys, die lassen mich einigermaßen in Ruhe, wenn ich hier in meiner Seebahn bin. Und ja, ich würde die heute hier abspeichern, auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal gucken wir dann mal, was hier abgeht und was das hier für ein Schiff ist. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.